Glauben Sie, dass wir in eine normale Badekappe 20 Eimer Wasser füllen? Ja oder nein? Geben Sie uns bitte jetzt Ihren Tipp. Und Cornelia, jetzt bist du wieder dran. Was machst du denn, wenn du die Wette verlierst? Oh ja. Das interessiert uns alle brennend. Ich verliere doch nicht. Doch, sicher. Sicher, wenn du verlierst, dann musst du was machen. Ja, also ich, ja. Nee, also, ja gut, also wenn ich, wenn ich verliere, dann verspreche ich dir, werde ich dieses Becken so sauber machen, wie es jetzt ist, sodass nicht ein einziger Wassertropfen übrig bleibt. Oh. Sag mal, weißt du, wie viel Liter Wasser das sind, ja, was da reinkommt? 200 Liter, ja. Ja, klar. Also wenn du verlierst. Und dann kriegst du nachher von mir einen Putzlumpen am Ende der Sendung und noch einen und noch einen und dann machst du alles sauber. Ja, ich bin eine gute Hausfrau. Okay, dann kannst du ja dabei eigentlich auch nochmal dein Liedchen singen, pack die Badehose ein, ja? Das könnt ihr also, so passen. Doch, das machst du mir auch noch. Pack die Badehose ein und putzen, ja? So, was sagt denn unser Ted da hinten mit der Quote? 49% unserer Zuschauer sind der Meinung, ja. Das heißt, die Mehrheit unserer Zuschauer sagt, nein, das funktioniert nie. Und unsere Zuschauer hatten ja bisher immer einen ganz besonders guten Riecher. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, geben Sie mir jetzt Ihren Tipp. Und Peter Kraus und Gunther Sachs, kann ich sagen, tippt vorsichtig und überlegt, denn ihr liegt in Führung. Ja? Also Vorsicht. Wie ist das mit dir? Glaubst du das? Nee, ich glaube das nicht. Hast du schon mal sowas probiert, so eine Badekappe Wasser füllen oder einen Luftballon? Ja. Ja? Wie viel Liter hast du reingekriegt? Nicht ganz ein. Nicht ganz ein. Also hier geht es um 200, ja? Da wollen wir mal sehen. Also, dann kann ich jetzt nur noch sagen, wir begrüßen hier die Bärbel mit ihrem Team. Bärbel, Zorn und ihr Badekappenteam. Hallo, Freunde. Darf ich denn das gute Stück mal sehen? Bärbel. Sie geben mir zu, das ist eine völlig normale Badekappe. Die kann ich überall kaufen. Ja. Ja? Was macht ihr denn so normalerweise? Ihr seid ja sicher nicht als Badekappen 200 Liter Einfüller auf die Welt gekommen. Die müssen alle in einem Schwimmverein. Und ihr habt mal aus Blödsinn angefangen damit? Das war der Tim. Tim, er hat den Streich ausgeheckt. Ihr seid im Schwimmverein, gute Schwimmer, und in den Pausen habt ihr gesagt, jetzt machen wir Blödsinn. Ja, doch, ja. Und die erste Badekappe, die ihr genommen habt, von wem war die? Ich glaube, von mir. Und wie viele Liter habt ihr damals reingekriegt? Das können wir doch verraten, oder? 80. 80? Ja. Oh, dann wird es dann wird's hier eine spannende Geschichte. Bärbel, wie oft habt ihr das denn schon gemacht? Also vor der Sendung haben wir öfters. Darf ich sie mal zeigen, Bärbel? So ist gut, ja. Ich schätze so 20 Mal vielleicht insgesamt jetzt. Und hat es denn schon mal richtig geklappt? So? Nee. Das ist also jetzt eine Badekappe von eurem Schwimmverein. Mhm. Was kostet die? Also bei uns kostet die 3 Mark. Setz doch mal auf, Tim, damit ich mal sehe, ob das wirklich auch stimmt, ja? Also, das ist die 3 Marks Badekappe und damit gehen die Schwimmer, die schnellen Schwimmer auch ins Wasser rein. Mhm. Und geklappt hat es noch nie. Habt ihr ein gutes Gefühl? Ja, ich denke schon. Ja. Habt ihr trainiert? Ja, auch ein bisschen. Ja. Wenn das natürlich funktioniert, dann müsst ihr auf Tournee gehen, nicht? Das Team von Bärbel, Zorn und die Badekappennummer kommt hier. Gut, also ich drücke euch die Daumen. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr alle getippt, ja? Jetzt gehe ich mal hier rüber. Vorsicht, Herr Nowotny, bleiben Sie ganz ruhig sitzen. Ich darf Ihnen ja zur Beruhigung sagen, es hat noch nie geklappt. Top! Top! Die Wette gilt. Ich gebe es. Ja. Okay, komm. Bisher sieht das ja doch ganz gut aus. Ich traue mich da nicht näher dran. Lasst euch nicht irren. Eigentlich müsste euer Team aus Gießen sein. Aus Gießen? Der vierte Eimer. 40 Liter haben wir schon drin.
Herr Nowotny, das wäre doch für Ihre scharfe Zunge wieder mal so ein richtig schöner Punkt für eine Ihrer reizenden Bemerkungen. So aller, die Sendung ist im Eimer. Ich kann, das war ja am Anfang der Sendung so. Nein, nein, das kann er nicht, Frank. Er hat mit mir angefangen. 1903. Es ist der 1,80 Liter, Freunde. 52. Jetzt kommen 100, ja. Achtung! Ich nehme an, Herr Gunther Sachs wird demnächst in seinem Swimmingpool das mal mit seinen Gästen probieren. Jetzt passen ja schon fast Goldfische dazu. Dann schwimmt der Herr Nowotny drin. Der 13. Eimer, Achtung, bei dem wird es kritisch. Wir geben das dann hoch, oder? Ja. Oh, jetzt wird's kritisch hier. 15 Eimer. Achtung, jetzt kommt der 16. Jetzt zählen wir alle mit, Freunde. Wir zählen alle mit. Herr Nowotny, möchten Sie nicht ein bisschen näher rangehen? 16. Ich habe schon manche Achtung. Achtung. Herr Nowotny. Ich nehme eine weiße Badekappe, Rosé Champagner. Ne? Dann hat man denselben Effekt. Ja. Nichts daneben gießen. 18. Doch, doch, doch. Achtung. 19. So viel haben die noch nie geschafft. Jetzt geht's drum. Jetzt geht's drum. Bärbel, kommen Sie doch mal her. Wissen Sie, Bärbel, mein Problem ist, ich traue mich hier natürlich jetzt nicht so rauf, ja? Das habt ihr noch nie geschafft. Mensch, ich finde das wirklich toll. Was mache ich jetzt? Wie komme ich hier wieder runter, wenn das jetzt doch noch knackt? Loslassen! Wie kriegt er das denn, Bärbel, wie kriegt er das denn jetzt raus hier? Loslassen! Ach, jetzt lasst ihr los. Ah ja, Moment, ja. Dann, Bärbel, wir haben uns erlaubt, Ihnen ein aufblasbares Becken für die ganze Mannschaft zu schenken. Da passen 500 Liter rein, damit könnt ihr jetzt auf Tournee gehen. Ich beglückwünsche euch und jetzt lasst mal los. Ja? Ah. Vielen Dank. Also, Conny, das ist ja wirklich wie früher, jetzt als Souvenirjäger, jetzt hat sie sich die Badekappe mitgenommen.